Und jetzt Nano. Heute mit Christina zur Mühlen. Herzlich willkommen bei Nano. Die Folgen der Kohleverbrennung sind verheerend für den Planeten. Dutzende Staaten, die besonders unter dem Treibhauseffekt leiden, wollen in Marrakesch jetzt ein Zeichen dagegen setzen. Dazu gleich mehr, vorab ein kurzer Blick auf unsere weiteren Themen. Pestizidabfall, hoher Gifteinsatz für makelloses Obst. Bedrohter Exot, Asiens Hunger auf Schuppentiere ist ungebremst. Sie gehören zwar nur zu den armen Staaten, aber wie sagt man so schön, gemeinsam ist man stark. Auf der Klimakonferenz von Marrakesch haben heute 48 Staaten angekündigt, dass sie aus der Kohle aussteigen und so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien umstellen wollen. Das Gastgeberland Marokko, das auch unter den Unterzeichnern der Erklärung ist, hat die Vision bereits in Angriff genommen. Noch deckt es zwar etwa 95% seines Energiebedarfs mit Brennstoffimporten. Eigene fossile Brennstoffe besitzt Marokko kaum. Dafür scheint im Wüstenstaat aber fast immer die Sonne. Und genau das könnte die Wende bringen. Gleich hinter dem Atlasgebirge, in der Nähe der Stadt Ouarzazate, liegt ein Kraftwerk in der Wüste. Noah heißt es, arabisch für Licht. Immer öfter bekommt das Kraftwerk Besuch. Es gilt als Vorzeigeprojekt der marokkanischen Energiewende, teilfinanziert mit 860 Millionen Euro aus Deutschland. Die Bundesumweltministerin informiert sich vor Ort, will das größte Solarkraftwerk der Welt kennenlernen. Mit dabei Teilnehmer der Klimakonferenz, Journalisten. Strom aus Sonnenlicht, aber nicht direkt. Die Solarkollektoren fangen die Sonnenhitze ein, spiegeln das Licht auf ein Rohr, gefüllt mit einem Spezialöl. 400 Grad wird es heiß, bringt Wasser über einen Wärmetauscher zum Sieden. Der Dampf treibt eine Turbine an, so entsteht der umweltfreundliche Strom für 1,3 Millionen Menschen. Das ist eine Technologie, die für alle großen Städte in Afrika auf jeden Fall zur Verfügung steht. Und darüber hinaus werden wir natürlich in Afrika noch dezentrale, kleinere Installationen haben. Noch futuristischer die nächste Ausbaustufe. 7000 sogenannter Heliotrope spiegeln das Sonnenlicht hinauf zur Spitze eines Turmes. In 240 Meter Höhe wird nach Fertigstellung ein Kollektor die Strahlen einfangen. Es ist sehr viel von technologischer Entwicklung die Rede, sehr viel davon, wie wir die Maßnahmen umsetzen können, um wirklich in den nächsten Jahrzehnten wegzukommen von der Verbrennung fossiler Kraftstoffe oder fossiler Bestände. Und hier gerade in der Wüste von Marokko sieht man, dass neue Technologien auf den Weg gebracht werden. Neue Technologien, auch die USA könnten dabei wichtiger Motor sein. Das allerdings ist mit Blick auf die künftige Präsidentschaft nicht absehbar. Wenn das aus den Vereinigten Staaten nicht mehr kommt, dann wird Europa diese Lücke füllen müssen, auch füllen wollen, wie ich annehme, in enger Zusammenarbeit mit China. China und Europa. Das Solarzeitalter verspricht, spannend zu werden. Die Klimakonferenz in Marrakesch beobachtet für uns der Leiter der ZDF-Umweltredaktion, Volker Angres. Herr Angres, wenn Sie es mal auf den Punkt bringen, was ist für Sie das wichtigste positive Ergebnis der Konferenz? Also, dass die Länder sich einfach bewegen. Wir haben hier vor wenigen Stunden, vor zwei Stunden etwa erlebt, dass sich 48 Länder aus dem pazifisch-asiatischen Raum offiziell von der Kohle losgesagt haben. Sie haben einfach gesagt, nein, das machen wir nicht mehr. Wir wollen in die erneuerbaren Energien einsteigen und haben einfach gesagt, jo, für uns fängt jetzt das solare Zeitalter an. Das ist natürlich gemünzt Richtung Amerika. Das ist ein Affront für den künftigen Präsident Trump. Unter dem Strich haben natürlich diese Länder relativ wenig CO2-Ausstoß, aber allein die Ankündigung, dass sie keine Lust mehr haben, in die fossilen Energien zu investieren, das war hier heute am letzten Tag, naja, man kann schon sagen, eigentlich ein Knaller. Außer diesen 48 Staaten haben ja mehrere Länder und Organisationen partnerschaftliche Projekte angekündigt, die sie unterzeichnen wollen in Marrakesch. Was sind denn das für Projekte, die damit angeschoben werden?
Das ist in der Tat das zweite wichtige Ergebnis und dahinter verbergen sich sehr, sehr unterschiedliche Projekte. Eins davon haben wir gerade im Beitrag gesehen. Das ist natürlich schon ein ganz, ganz großes, dieses Solarkraftwerk, was mit deutscher Hilfe, mit deutscher Unterstützung hier in Marokko entstanden ist. Ein Volumen von 2,2 Milliarden. Es gibt aber auch viele kleinere Projekte, die spielen zum Beispiel im landwirtschaftlichen Bereich. Da geht es um Nutzpflanzen, um neue Züchtungen von Nutzpflanzen, die besser dem Klimawandel dann widerstehen können. Es geht um Bewässerungsprojekte, aber es geht auch um soziale Projekte, um zum Beispiel möglichst viele Menschen an erneuerbare Energien, an Elektrizität anzuschließen mit einer dezentralen Stromversorgung, wie sie eben nur durch erneuerbare Energien gewährleistet werden kann. Allerdings, diese neue globale Partnerschaft ist ja erst hier vor 2 Tagen gegründet worden. Man kann nicht erwarten, dass es jetzt hunderte von neuen Projekten gibt. Das ist sozusagen das Fundament und auf diesem Fundament werden jetzt nach und nach neue Projekte zustande kommen und ich denke mal, dass wir nächstes Jahr bei der nächsten Klimakonferenz dann erste Ergebnisse berichten können. Solche partnerschaftlichen Projekte allein reichen aber nicht. Die ärmeren Länder brauchen auch Geld im Kampf gegen den Klimawandel. Die Klimafinanzierung, also der jährliche 100-Milliarden-Dollar-Topf, ist ein großer Streitpunkt. Gab es dann eine Einigung in Marrakesch? Also da sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Also bei den Zusagen, die bei diesem 100-Milliarden-Dollar-Topf, der ab 2020 ja dann jedes Jahr aufgebracht werden muss, das ist ja eine unglaubliche Finanzleistung, da sind so Minimum 90, 93 Milliarden sind garantiert, was immer das heißt. Sie stehen auf dem Papier, niemand hat bis jetzt eine Überweisung des Geldes unterschrieben. Ein Drittel davon geht auf Kappe der privaten Wirtschaft. Man rechnet das einfach hoch, man sagt einfach hier öffentliche Gelder hebeln, private Gelder, wenn sozusagen die öffentliche Hand investiert, dann kommt die Privatwirtschaft nach, um eben Invest zu machen in dann hoffentlich sichere Märkte. Eben solche Projekte, wie wir im Beitrag gesehen haben, solare Kraftwerke, das läuft nicht schlecht. Ganz schlecht steht es allerdings um einen anderen Geldtopf. Da geht es um die mittel- bis langfristige Klimaanpassungsfinanzierung für die allerärmsten Länder, die wirklich überhaupt nichts haben, die dringend auf Hilfe angewiesen sind. Da wird immer noch drüber gestritten und ich gehe davon aus, weil hier die Konferenz langsam aber sicher zu Ende geht, dass es hier in dieser Runde, hier in Marrakesch, dazu keine Einigung mehr geben wird. Sehr zurückhaltend sind die Staaten auch, was die Vorlage ihrer eigenen nationalen Klimaschutzpläne betrifft. Da haben bislang nur 3 Staaten was vorgelegt, darunter Deutschland. Wie sind denn bislang die Reaktionen darauf? Völlig gelassen, die sind alle im Zeitplan, denn in Paris ist verabredet worden, also bei der Konferenz vor einem Jahr in Paris ist verabredet worden, dass die Länder Zeit haben, bis 2018 diese nationalen Klimaschutzpläne vorzulegen. Wenn das ein Land wie Deutschland früher macht, ist das natürlich toll, das wird hoch anerkannt, aber es macht auch nichts, wenn die anderen noch nicht so weit sind. Sie müssen dann allerdings wirklich 2018 spätestens liefern. Das ist so entstanden, weil niemand geglaubt hat, dass der Weltklimavertrag, der in Paris verhandelt worden ist, jetzt schon in Kraft getreten ist. Alle haben gedacht, das passiert erst 2018 und daher kommt dieses späte Jahr. Aber wie gesagt, keine Panik. Alle, die noch nicht einen Klimaplan aufgestellt haben, da passiert gar nichts. Ist alles noch im grünen Bereich. Volker Angres, vielen Dank für diese Einschätzungen. Das Ziel von Paris, eine Begrenzung der Erderwärmung um höchstens 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten, ist nach Einschätzung vieler trotzdem nicht mehr zu erreichen. Wie der Klimawandel unseren Planeten bereits verändert, sieht man ja auch an der Eisfläche der Arktis. Die ist innerhalb der letzten 35 Jahre auf fast die Hälfte geschrumpft. Noch ist die Eisdecke vorhanden. Welches Leben sich darunter abspielt, das haben Polarforscher ziemlich eindrucksvoll dokumentiert. Der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern ist nach einer 6-wöchigen Fahrt weit hoch in den Norden wieder zurück in Bremerhaven. Die Reise ging bis kurz vor den Nordpol. Antje Boetius hat die Expedition geleitet. Es war eine echte Entdeckerreise, ein Vordringen in unbekannte Welten. Wir waren ja in einem Bereich, wo noch nie vorher hat jemand hinschauen können. Und dieser Moment, wo wir dann unten waren mit dem Roboter und wir sehen den Meeresboden und sehen auf einmal, dass da nur Leben ist, dass es wimmelt, dass es blüht, dass es bunt ist. Und das in der Arktis, in einem Gebiet, wo es fast keine Nahrung gibt, das war einfach ein unglaublicher Moment. Denn das war das Besondere bei dieser Fahrt. Die Forscher konnten ganz neue wissenschaftliche Geräte einsetzen.
Der Star, ein Tauchroboter, den die NASA entwickelt hat. Eigentlich, um irgendwann einmal ferne, eisbedeckte Planeten zu erkunden. Doch zunächst einmal sind ferne, eisbedeckte Regionen auf unserem Planeten an der Reihe, die ohne diese Weltraumtechnik nicht zugänglich wären. Unter dem Eis ist ja keine Satellitenübertragung möglich. Man hat keine Möglichkeit, mit dem Roboter, der sich frei bewegen soll, auszutauschen. Wo ist der Roboter? Wo ist das Schiff? Wie kommt man zurück? Denn das Schiff muss ja ein Loch im Eis machen und der Roboter muss durch dieses Loch wieder auftauchen können, wie eine Robbe, die zurückfindet. Und das ist bis heute nicht möglich, so einfach. Darum sind diese gerade ein paar Wochen alten Bilder der polaren Meereswelt einzigartig. Sie zeigen Meeresschwämme etwa der Gattung Goedia parva, die in dieser Größe bisher unbekannt waren. Diese werden besiedelt von weißen Seesternen, Bakterienkolonien, braunen Moostierchen, von kalkausscheidenden Würmern, die wie weiße Fäden aussehen, von Krebstierchen und vielen anderen bisher unbekannten namenlosen Lebewesen. Und mit einer weiteren wissenschaftlichen Sensation sind die Forscher von der Expedition zurückgekehrt. Im eiskalten nördlichen Polarmeer leben Korallen. Wir haben unseren Augen nicht getraut, als wir auf einmal auch Korallen begegnet sind. So weit im Norden wusste niemand, dass es auch Korallen gibt. Korallen und Schwämme sind besondere Lebewesen, weil sie wieder Riffe, Lebensräume für andere Organismen bilden. Und all das haben wir jetzt dort gefunden. Und wir waren dann traurig, als wir zurückfahren mussten, weil wir haben gerade erst angefangen zu forschen und das alles zu beschreiben und zu dokumentieren. Und schon war die Reise wieder um. Dabei drängt die Zeit. Regelmäßig nehmen Forscher Messungen der Polareisdicke vor, auch auf dieser Reise. Wieder haben sie eine Abnahme der durchschnittlichen Eisdicke festgestellt. Dabei ist dieser Eismantel der entscheidende Faktor für den Erhalt des darunterliegenden Lebensraumes. Er schützt ihn und sorgt dafür, dass nur sehr wenige Nährstoffe aus südlicheren Regionen bis hierher transportiert werden. Dass sie bei dieser Nährstoffarmut trotzdem so viel Leben gefunden haben, hat die Forscher besonders fasziniert. Gleichzeitig berührt es uns auch, weil wir wissen, dass wenn wir vielleicht in einigen Jahren wiederkommen, schon alles anders sein kann. Die Temperaturzunahmen der Atmosphäre sind ungeheuer schnell. Das Meereis schwindet im Sommer. Im Winter kommt es auch nicht mehr mit der Stärke zurück, wie es früher mal war. Und das hat Konsequenzen fürs Ökosystem. Diese Algen, die dort wachsen, die Krebse, die von den Algen leben, die alle verändern sich. Wenn ihr Lebensraum, nämlich das Eis, schmilzt, dann haben sie keinen Lebensraum mehr. Dann sterben sie, dann fallen sie in die Tiefsee. Und so verändert sich das ganze Nahrungsnetz in wenigen Jahren. Es ist darum umso wichtiger, dass die Weltgemeinschaft den Klimawandel begrenzt. Sonst ist diese Unterwasserwelt dem Untergang geweiht. Der Schaden wird mit jedem Zehntelgrad Temperaturanstieg größer. Welche Folgen das für uns Menschen hat, ist noch nicht abzusehen. Im Rennen um das beliebteste Obst der Deutschen hat der Apfel ganz klar die Nase vorn, aus gutem Grund. Äpfel sind lange haltbar, geschmacklich vielfältig und gesund. Ein Apfel am Tag spart den Gang zum Arzt, sagt der Volksmund. Und es stimmt auch, in unserem Lieblingsobst stecken viele Vitamine und Mineralstoffe. Allerdings müssen konventionell geerntete Äpfel viele Chemieduschen über sich ergehen lassen. Schönheit hat halt ihren Preis. Das lässt die Frage der Gesundheit in einem ganz anderen Licht erscheinen. Pestizide gegen Schädlinge und Pilze. Bis zu 20 Mal pro Saison spritzen Apfelproduzenten ihre Plantagen. So wird der allergrößte Teil der Äpfel in der Schweiz produziert, industriell und auf Perfektion und hohe Erträge getrimmt. Auch Obstproduzent Luc Magnolet in Etwa am Genfersee setzt Pestizide ein. Nicht zum Spaß, wie er betont, denn die Mittel seien ja teuer. Diese Gifte seien ein notwendiges Übel, wenn er nicht einen Totalausfall seiner Ernte riskieren wolle. Wir haben absolut begriffen. Pestizide sind unerwünscht in unserer Natur. Wir wollen keine Rückstände auf den Früchten. Doch für uns ist das Spritzen überlebenswichtig.
Der Obstbauer hat ein ganzes Arsenal von Pestiziden gegen die verschiedensten Schädlinge und Pflanzenkrankheiten. Pestizide sind potente Gifte gegen Pflanzen und Tiere. Sie wirken nicht nur gegen die Schädlinge, gegen die sie gespritzt werden. Sie sind gefährlich für die Bauern und unsere Umwelt. Pestizide müssen von den Schweizer Behörden zugelassen werden. Die Menge und den Zeitpunkt des Einsatzes bespricht der Obstbauer jeweils mit seinem Landwirtschaftsberater. Einige Pestizide dringen nach dem Spritzen in die Äpfel ein, andere bleiben auf der Außenhaut. So können Pestizidrückstände als Cocktails bis zu den Konsumenten ins Essen gelangen. Die Risiken dieser Pestizidcocktails sind noch nicht abschätzbar. Die Westschweizer Konsumentensendung A Bon Entendeur hat 26 Schweizer Äpfel aus dem Detailhandel und von Märkten auf Pestizidrückstände untersuchen lassen. Ganz ohne Pestizidrückstände waren 6 Äpfel, 2 davon aus Biokulturen. In 4 Äpfeln wurde ein Pestizid gefunden. In 9 Äpfeln fand das Labor je 2 Pestizide. In 6 Äpfeln einen Cocktail aus 3 Pestiziden. Und ein Apfel war sogar mit 4 verschiedenen Pestiziden belastet. Insgesamt fanden die Experten 17 verschiedene Substanzen. Immerhin, keines der gefundenen Gifte überschritt den gesetzlichen Grenzwert. Erntezeit im thurgauischen Frutwilen. Die Region gilt als Apfelkammer der Schweiz. Die Sorte Green Star ist eine sogenannte Clubsorte. Mit ihr kann der Obstproduzent gutes Geld verdienen. Vorausgesetzt, die Früchte sind makellos wie hier. Makellos auch durch den gezielten Einsatz von Pestiziden. Das Streben nach äußerer Perfektion ist für Obstbauer Ralf Gilk fatal. Allerkleinste optische Schäden, Fleckchen oder kleine Dellen haben große Folgen. Diese frisch gepflückten Äpfel sind bis auf die kosmetischen Mängel absolut perfekt. Trotzdem bezahlt der Apfelhändler nur noch einen Bruchteil dafür. Das Fleckchen bedeutet, dass ich den Apfel nicht mehr als Klasse 1 verkaufen kann. Der Apfel rutscht in der Sortierung in die Klasse 2. Dafür bekomme ich rund 45 Rappen. Für die Klasse 1 gäbe es einen Franken 20. Das heißt, ich bin schlicht nicht mehr fähig, kostendeckend zu produzieren. Um makelloses Obst zu produzieren, müsse er im Zweifelsfall Pestizide einsetzen, sagt Ralf Gilk. Man könnte auch sagen, ja gut, dann produzieren wir Äpfel, die nicht ganz so perfekt sind. Dafür können wir einen maßgeblichen Teil der Spritzmittel einsparen. Wenn Sie mir garantieren, dass ich diese Äpfel auch so verkaufen kann, auf jeden Fall. Aber ich kenne leider niemanden, der mir diese Garantie gibt. Die Obstbauern könnten den Pestizideinsatz bei Äpfeln reduzieren. Das sagt Urs Müller vom Landwirtschaftlichen Beratungszentrum Arenenberg. Doch der zunehmende, übertriebene Qualitätsdruck von Großhandel und Detailhandel verhindere dies. Früher hieß es, das Gesamtbild einer Obstkiste gilt. Das heißt, wenn es einen Schaden hat, dann hat man gewisse optische Schäden toleriert. Das gibt es heute nicht mehr. Zudem ist die innere Qualität dazu gekommen, sprich Festigkeit, Zuckerwert. Und das alles hat die Anforderungen an den Produzenten massiv erhöht. Wir konfrontieren die Schweizer Supermärkte Migros und Coop mit dem Vorwurf, Groß- und Detailhandel setzten die Obstbauern unter Druck. Migros antwortet, diesen Vorwurf könne man nicht nachvollziehen. Detailhändler und Obstbauern würden sich gemeinsam auf Richtpreise einigen. Und Coop ergänzt, die Qualitätsnormen würden laufend den Schwankungen der Produktion sowie den Bedürfnissen der Konsumenten angepasst. Letzten Freitag machte die Obstbranche mit dem Marketing-Event Tag des Apfels Imagewerbung für Äpfel. Natürlich mit perfekten Früchten. Ja, natürlich, zum Frühstück. Das ist toll, danke vielmals. Danke vielmals. Unser Reporter nutzte die Gelegenheit und brachte gleich selber Äpfel mit. Solche mit kleinen optischen Mängeln. Er wollte wissen, verlangen die Konsumenten wirklich ausschließlich nach makelloser äußerer Qualität?
Das ist ein Apfel zweiter Qualität, weil er einen kleinen Fleck hat. Vergleichen Sie mal. Sehen Sie einen Unterschied? Nein, hier hat er einen Fleck, aber deswegen ist er genau gleich gut. Ob es nun Bio ist oder nicht, die Schnecken laufen überall herum. Ich würde damit Apfelmus machen oder so etwas oder einen Kuchen. Man kann das herausschneiden, das ist kein Problem. Der Mensch ist mit dem Auge. So etwas will ich einfach nicht kaufen. Es muss alles schön aussehen. Der hat ein bisschen Schorf. Ist aber ein Zeichen dafür, dass er wenig Chemie gekriegt hat. Also von daher wird mich das überhaupt nicht stören. Also. Wenn der Geschmack gut ist, spielt es ja keine Rolle. Am Schluss ist er eh im Magen. Er kritisiert den verbreiteten Pestizideinsatz in der Schweiz. Andreas Bossart von der Denkwerkstatt Vision Landwirtschaft. Eine drastische Reduktion sei nötig und möglich. Sie bringe Vorteile auf allen Seiten. Man hätte ganz oder praktisch rückstandsfreie Äpfel. Man hätte eine Umwelt, die deutlich weniger pestizidbelastet wäre. Die Bauern müssten keine Pestizide mehr einsetzen, die ja auch ihre eigene Gesundheit gefährden können. Ich denke, es hätte sehr vielfältige Vorteile, die man dem Konsumenten sehr gut vermitteln kann. Perfekte Äpfel oder weniger Pestizide. Produzenten, Handel und Konsumenten haben es in der Hand. In der Hand haben wir auch die Zukunft eines ganz bestimmten Säugetieres. Es könnte aussterben, noch bevor wir überhaupt erfahren, dass es existiert. Schuppentiere sind derzeit die am häufigsten illegal gejagten und geschmuggelten Säugetiere der Welt. In Vietnam, einem der wichtigsten Drehkreuze für den illegalen Handel, hat bis heute die internationale Konferenz zur Eindämmung des illegalen Handels mit wilden Tieren stattgefunden. Und wir stellen Ihnen jetzt diesen stark bedrohten Exoten einmal vor. Lange Klauen, Knopfaugen und ein Panzer aus Schuppen. Sieht ein bisschen aus wie ein Tannenzapfen auf vier Beinen. Gestatten? Das sind Tu Feng und Quesan. Die zwei sind Schuppentiere oder auch Pangolin genannt. Noch nie gehört? Kein Wunder, denn in ganz Europa leben nur zwei dieser skurrilen Säugetiere. Und zwar hier im Zoo Leipzig. Sie sind nicht besonders schnell, haben keine Zähne, dafür aber eine klebrige Zunge und lassen sich ihren Ameisen-Termitenbrei so richtig schmecken. Kurator Ruben Holland ist stolz auf die zwei. Sie trainieren nämlich sogar Zollhunde. Und da haben wir bei uns in die Boxen Tücher gelegt, die dann den Geruch vom Schuppentier angenommen haben. Die sind dann zu den Hunden gekommen, die Hunde haben den Geruch wahrgenommen und können dann im Zoll als Schnüffelhunde eingesetzt werden. Und das ist dringend notwendig, denn der illegale Handel boomt. Mittlerweile ist der Pangolin das weltweit am häufigsten geschmuggelte Säugetier. Besonders in Asien gilt ihr Fleisch als Delikatesse. Immer wieder werden Tonnen tiefgefrorener Tiere entdeckt. Das Fleisch ist zugleich Statussymbol. Ein Kilo kostet umgerechnet 350 Euro. Und trotzdem ist die Nachfrage riesig. Die Bestände in Asien sind drastisch gesunken. Dabei sind die Jagd und der Handel weltweit verboten. Die Weltnaturschutzbehörde IUCN schätzt, dass in den letzten 10 Jahren 1 Million Tiere gefangen und getötet wurden. Schuppentiere leben ja nicht nur in Asien, sondern auch in Afrika. Und nachdem der Markt in Asien mehr oder weniger immer weiter abgegriffen ist, weil es immer weniger Tiere gibt, schwappt jetzt die Welle auch nach Afrika rüber. Und auch die afrikanischen Schuppentiere sind immer weiter und immer stärker bedroht. Nicht nur das Fleisch, auch die Schuppen der Tiere sind begehrt. Sie gelten als Heilmittel für Asthma, Rheuma, selbst Brustkrebs sollen sie heilen. Im Juni dieses Jahres gelang dem kenianischen Zoll ein Schlag gegen die Schmuggler. Unsere kenianische Einheit hat einen Fund gemacht, den manche Menschen für noch wertvoller als Elfenbein halten. Es handelt sich um die Schuppen von Pangolinen. Wir konnten 500 Kilogramm sicherstellen, die illegal verschifft wurden. Auf dem Schwarzmarkt wären diese 500 Kilo Schuppen 2,6 Millionen Euro wert gewesen. Für Ruben Holland unverständlich.
Also die Schuppen des Schuppentieres sind genauso wie bei uns die Fingernägel, bestehen aus Keratin, und wenn man die heilende Wirkung einfach haben möchte und nachstellen möchte, könnte man sich genauso gut an den Fingernägeln kauen. Da sieht man so ein bisschen, wie viel Mythos da wirklich dahinter steckt. Viel Mythos, wenig Wissen. Schuppentiere sind bisher kaum erforscht. Es ist sogar unklar, wie viele es weltweit noch gibt. Vielleicht helfen Tu Feng und Quesania dabei, dass ihre Art besser erforscht wird und dadurch auch besser geschützt wird. Denn der größte Feind des Pangolins ist der Mensch. Aber auch der Mensch hat einen Feind, dem aber viele immer wieder verfallen. Hier kommt unser Nano-Rätsel, das von letzter Woche. Wir lösen auf, um wen oder was es sich handelt. Ursprünglich bin ich ganz bio. Ich komme nämlich vom Feld. Zuckerrübe. Werde ich mehrmals in Wasser aufgelöst, gefiltert, auskristallisiert und geschleudert, zack, bin ich raffiniert. Jeder Deutsche verputzt von mir 42 Kilogramm im Jahr. Doppelt so viel wie empfohlen. In Würfel gerechnet und aufeinander gestapelt sind das 224 Meter. Fast so hoch wie der Frankfurter Messeturm. Boah! Und sie finden mich ja fast überall. Im Toastbrot, im Blumenkohl, am meisten natürlich in so Zeug wie Marshmallows und Schokolade. Inhaltsmäßig geht da oft über die Hälfte auf mein Konto. Außerdem mache ich High, wie Alkohol, nur nicht so krass. Denn durch mich wird mehr Dopamin im Gehirn ausgeschüttet. Da schreit ihr Belohnungszentrum, yeah, mehr davon. Richtig geraten. Ich bin der Zucker. Und unsere Gewinnerin heißt Heike Andrea Strauch. Herzlichen Glückwunsch. Viel Freude mit der neuen Dreisattasche. Für alle anderen gibt es natürlich wieder eine neue Chance. Hier kommt unser neues Nano-Rätsel. Ja, ich bin ein Klassiker. Aber trotzdem ein ganz normaler Typ. Groß geworden in der Nachkriegszeit. In Hamburg, Berlin, Wolfsburg und im Ruhrgebiet. Einer, der mich ganz besonders liebt, kommt auch aus dem Pott. So ein bekannter Schauspieler und Musiker. Hat mir eine seiner Stücke gewidmet. Ja, ne? Apropos Stücke. So werde ich meistens serviert. Zerstückelt. Scherz. Ich bin allerdings eine ganz schöne Kalorienbombe. Dafür bin ich ein fester Bestandteil eines ganz bestimmten Sonntagabend-Krimis. Wenn er aus Kölle kütt. Na, erraten, wer ich bin? Dann schicken Sie uns Ihre Antwort an ZDF Dreisat, Kennwort Nanorätsel 55115 Mainz, oder antworten Sie uns online auf nano.de. Einsendeschluss ist der kommende Montag. Viel Glück. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss.